Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4. Warum ich flüster? Weil unter uns irgendwelche Maulwürfe sind. Und wir werden jetzt hier mal so leise wie möglich... Ach, hier ist eine Tür. Okay, wir hätten uns auch hier einfach das Beobachtungsterminal durchlesen können. Na gut, Aufseher, Beobachtungsstation. Obwohl der Chefwissenschaftler gegen einen Beobachtungsposten im Büro des Aufsehers war, hat er sich als Glücksfall erwiesen. Wir sind in der Lage, die politischen Veränderungen seit dem Verschließen des Vaults zu beobachten. Wenn wir die Bewohner mit Viren konfrontieren, werden wir in der Lage sein, die Reaktion auf Handlungen der Führung festzuhalten. Okay. Ist hier schon ein bisschen spooky, weil man hier jahrelang beobachtet worden ist. Und Ada hat gerade die Tür aufgemacht. Ah. Na, zwei schöne Kopftreffer und weg. Einfach rein da. Trifft die richtigen. Okay. So weit, so gut. Ah, die nehmen wir uns auch aus. Oh Herr. Es hört sich nicht gut an. Okay. Ada war ein bisschen schneller als ich. Muss ich vorsichtig bleiben. Aber wir wollen halt auch alles looten. Cryomine. Oh. Okay. Aber wir kommen den Maulwürfen schon langsam näher. Denke ich mal. Hier ist sonst nichts weiter, oder? Nö. Oha. Ist zwar nett, dass du vorausgehst, Ada, aber das hilft uns nicht wirklich, wenn du uns blockierst. So, zack. Okay, ich wusste, dass das kommt. Deswegen, Feuer frei. Erst habe ich. Okay. Eine müsste da noch irgendwo sein. Eieiei. Hässlich wie die Nacht. Okay, entdeckt noch. Jetzt aber nicht mehr. Hm. Oh, ich glaube, wir haben eine Krankheit bekommen. Du benötigst mehr Schlaf. Hm. Na gut, wir haben einmal Antibiotika gekriegt. Nehmen wir auch. Dann sollten wir auch was essen. Ja, Maulwurfs hatten wir jetzt nicht unbedingt. Okay, werden wir da gut genährt. Ah, hier. Hier haben sie wohl die ganzen Viecher gezüchtet. Gott, ey, wer kann sich sowas ausdenken? Maulwurfratten mit irgendeinem Scheiß zu infizieren. So, hier ist auch soweit nichts. Bis auf, dass wir uns hier was looten dürfen. Oh, Munition. Ich glaube, wir sollten jetzt auch mal wieder die Pistole nehmen. Ist gerade gegen die ganzen Maulwurfsratten deutlich effektiver. Weil wir auch da öfters schießen können. Oh, hier ist noch ein Safe. So, jetzt ist es ein Meisterschloss. Jetzt muss die Nadel minimum 5-mal brechen, weil sonst bin ich enttäuscht. Okay. 2-mal auf jeden Fall. Okay. Ja. Bin ich jetzt enttäuscht. Einsteigernadeln gehen dann immer sofort kaputt, aber bei Meister brauchen wir nur 2. Naja. So. Ja? Man da? Nee.
So, nehmen wir hier uns auch nochmal alles. Übertrieben gemacht hier. Geht's hier lang? Nur übers Terminal. Nur übers Terminal, okay. Experte. Dann probieren wir es mal. Okay, was haben wir denn hier? Citadels, Nightly, Factory, The Stores, Intranda und Murily. Okay, null Treffer. Das heißt, das kann auch nicht das hier sein und auch nicht das hier. Wie schön. Ja, geht doch. So, dann machen wir mal die Tür auf. Mal sehen, was wir jetzt hier geöffnet haben. Oh, es geht hier noch weiter hoch. Na, dann wollen wir mal gucken hier. Aha. Was sind wir denn jetzt hier? Beckenknochen. Aha. Ich glaube, hier sind welche gestorben. Und die wurden auch beerdigt so richtig. Wer bist du denn? Okay. Wo geht's hier hin? Aufzug öffnen. Aha, unzugänglich. Bringt nichts. Oh, noch ein Fremder. Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Diese Maulwurfsratten sind Träger einer Krankheit. Weißt du was darüber? Meine armen Schätzchen. Sie wurden benutzt, um neue und interessante Erreger zu züchten. Die Voltbewohner wurden den Viren ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie neue Antikörper dagegen entwickeln. Aber sie bekamen keine Gelegenheit, ihren Plan umzusetzen. Clyde konnte entkommen. Er war schlauer als die anderen. Mein süßer Clyde. Er ließ die anderen frei und die armen Wissenschaftler hatten keine Chance. Clyde ist jetzt seit fast 200 Jahren tot. Aber seine Nachkommen laufen frei im Vault herum. Zurück zum Thema. Wo sind meine Manieren? Gehörst du zur Vault-Tech-Sicherheit? Sagen wir einfach mal ja. Ja, in der Tat. Sehr gut. Ich habe vor langer Zeit einen Notruf gesendet. Ich dachte schon, es wäre etwas Schreckliches passiert. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Okay. Da du ein Voltec-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Volt 81 Heilmittel. Okay. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Du gibst mir einfach das Heilmittel? Ich habe die Pflicht, den Befehlen des Volt-Personals zu gehorchen. Auch wenn diese gegen meine Ethik-Matrix verstoßen.
Aber da du mich freundlicherweise von dieser Aufgabe entbunden hast, kann ich dir das Heilmittel geben, ohne meinen vorherigen Befehl zu missachten. Und wenn du mit dem Heilmittel ein Leben rettest, ist das einfach ein glücklicher Zufall, oder? Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Okay. Cool. Benötigst du etwas? Ja, dann werden wir uns hier erstmal im Labor Bingo. Ausnehmen. Stimpaks heilen dauerhaft 10% mehr Schaden. Sehr schön. Ja, das sehe ich genauso, Ada. Was haben wir denn hier? Curry's Terminal. Na, wollen wir mal reingucken hier. Forschung. Datum der letzten Löschung. XXXX fehlen. Defekter Speicher. Dieses Terminal wird nicht als Backup-Lösung für die Forschungsdateien empfohlen. Bitte verwenden Sie Papierkopien. Persönlich. Einträge sind persönliche. Arbeiten und Eigentum von Curry. Nicht lesen. Ja, damit meine ich auch dich, Dr. Collins. Ich will es mir mit ihr jetzt nicht verscherzen. Na, okay. Collins Archiv. Hochfahren, Persönlichkeitsprofil, therapeutisch dauerhafte Anweisung. Na, ich will jetzt hier nicht zu viel an ihrem Terminal machen, weil sie bleibt ja hinter uns und läuft gerade hinter uns her. Da sollen wir jetzt durch, aber ich wollte da hinten nochmal lang gehen. Also hier hinten. Ich wollte ja wissen, ob hier vielleicht noch irgendwo was ist an Maulwürfen, die wir dann notfalls auch mal nochmal erschießen könnten. Ich habe Lust. Lass sie in Ruhe. Böse Maulwurf. Böse. Ah, wer will als nächstes? Du? Na komm her, ja. Zack, ein Treffer. Das ging schön ins Auge. Und tschüss. Gut, so weit, so gut. Was haben wir hier noch? Nichts. Plasmakartusche. Okay, Munition, sagt man nie nein. Aha. Ja, hier wird auch alles mitgenommen. Huch. Ah, willkommen. Na, das will ich jetzt nicht alles lesen. Ah, hier hätten wir das Passwort gefunden. Okay. Jetzt haben wir es aber trotzdem schon gehackt gehabt. Weil wir halt im Hacken recht gut sind. Hier, Superkleber, wunderbar. Aluminiumkasten. Antibiotika, auch sehr schön. Das einzige Problem, was wir derzeit haben, ist, uns fehlt nur ein bisschen Schlaf. Das heißt, wir laufen jetzt so schnell wie möglich jetzt hier einmal rum. Dann war das ja hier einmal hoch. Und hier einmal durch die Tür. Aufzug benutzen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Das würde mich ja jetzt mal echt interessieren. Und Curry kommt auch mit. Ob wir sie jetzt als permanenten Begleiter bekommen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Und der Aufzug ist so voll. Was haben wir denn hier? Terminal benutzen. Benötigt Terminal. Okay. Türsteuerung. Tür öffnen. Tür öffnen. Hallo? Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja Arbeit für dich, wenn du welche suchst. Ja, vielleicht. Na? Alles klar? Sind wir sauber? Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Wir flicken dich wieder zusammen.
Gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Aber nicht, dass sie mir jetzt gleich wieder den Weg abschneidet hier. Das geht ja nicht, ne? Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Gut, wie war das jetzt? Jetzt musst du nur einmal nach unten gehen. Tut mir leid wegen den Wartungsarbeiten. Das hört im Moment denn hier lang? Denn rechts rum. Links rum. Hallo, Doktor. Hallo, Dr. Forsyth. Das Heilmittel. Du hast es. Wie geht es, Austin? Meinst du, er überlebt die Behandlung? Sie ist kurz nachdem du gegangen bist, bewusstlos geworden. Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Falls nicht, können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Na, dann wollen wir mal gucken, ob es wirklich funktioniert. Sollte nicht lang dauern. Okay. Was? Wo bin ich? Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank, Austin. Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Wirklich? Danke, Mister. Ich war verrückt vor Sorge um Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Vault dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Ganz für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Ich hoffe, dir gefällt deine Unterkunft. Ich wollte mich noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. Du hast dir vielen Leuten die Augen geöffnet, mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche Gefahren Waltek so nah an unserem Zuhause versteckt hatte. Kaum zu glauben, dass so viele innerhalb unserer Mauern gestorben sind. Was weißt du über Waltek? Leider nicht viel. Ich war mein ganzes Leben lang dankbar für den Vault, für die Mauern, die uns mehr als 2 Jahrhunderte beschützt haben. Aber ich hatte nicht einmal Kontakt mit ihnen. Was auch immer Waltek geplant hatte, es ist schiefgegangen. Und all ihre Leute kamen dabei ums Leben. Da widerspreche ich nicht. Ich denke nur ungern daran, was die wohl mit uns vorgehabt haben. Aber sehen wir es positiv. Du hast unsere Anti-Commonwealth-Leute echt beeindruckt. Jetzt wird ihnen bewusst, dass man Leuten von draußen vertrauen kann und dass sie mehr als nur Materiallieferanten sind. Du bist hier immer willkommen und ich hoffe, dass du regelmäßig vorbeischaust. Wenn wir jemanden von draußen haben, dem wir vertrauen, würde uns das daran erinnern, dass man das Commonwealth nicht fürchten und meiden muss. Ja. Nein, wir dürfen jetzt hier alles nehmen. Okay, bevor ich mir jetzt hier irgendwas nehme. Hättest du einen Augenblick Zeit? Klar. Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealths sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden und meine Hypothesen testen. Was willst du da oben lernen? Hier unten haben wir ein geschlossenes System. Und ohne neue Mutagene, Viren und Bakterien ist hier nicht los, medizinisch gesehen. Die Welt dort oben ist unendlich komplexer. Wer weiß, welche Krankheiten man dort finden und erforschen kann. Nach den Bomben steht es mit der Wissenschaft im Commonwealth nicht zum Besten. Aber es gibt doch sicher noch Gelehrte dort draußen. Oder zumindest Daten. Ich sehe, dass du bereits Begleitung hast. Ich möchte mich da nicht einmischen, aber ich muss einfach fragen. Bitte, Monsieur, nimmst du mich mit dir? Ja, warum denn nicht? Na gut, komm mit. Hervorragend. Wir müssen sofort aufbrechen. Gut, Ada, du darfst jetzt erstmal... Huch.
Warum kann ich nichts umändern? Meine Pfeiltasten gehen nicht. Nee. Ich kann nichts auswählen außer Tammys Bluff. Ja gut, dann schicke ich sie erstmal dahin. Hättest du einen Augenblick Zeit? Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealths sehen. Ja, das hatten wir doch gerade. Ja, Aber ich spreche das mal ein bisschen ab. Na gut, komm mit. Hervorragend. Wir müssen... Ah, jetzt geht's. Gut, ich setze jetzt mal Ada nach Grey Garden. So. Und wir nehmen Carrie mit. Oder? Moment. Ada. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Ja. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Bitte gehen Sie voran. So, und Curry nach Grey Garden schicken. So. Sie geht jetzt nach Grey Garden und Ada bleibt hier, ne? Gut, weil sie können wir ja auch aufwerten. Dann bauen wir halt einen ähnlichen Ada-Verschnitt. Ada war ja vorher schon grün, dann bleibt sie weiß und dann passt das auch wieder. So, wir können jetzt hier alles nehmen. Oh. Mir schlecht es hier, jetzt die E-Taste zu spammen. Aber erstmal möchte ich in mein Zimmer gehen und schlafen. Wenn ich das finde, mein Zimmer. Während meiner Schicht gab es noch nie beim Aufzug. Das sollte sich auch heute nicht ändern. Ja, wo ist jetzt mein Zimmer? Also beim Aufzug. Hier und dann glauben, links oder wie? Ah nee, da vorne. Ah, ich habe es glaube ich gefunden. Ich glaube, das hier ist jetzt unser Zimmer, oder? Ja. Okay, gut. Dann gehen wir hier mal kurz aus der Power-Rüstung raus. Spart Fusionskerne. So. Und ja, wir könnten ja hier auch was zwischenlagern und... Oh, schönes Bild. Oh, wir sind auch ein bisschen überladen. Hey. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Ada ein bisschen was ab hier. Was wir zu viel haben. Wir haben einiges zu viel. So, hier die Brille, die Tackler, das hier. Und Schrott, auf jeden Fall Schrott. So, können wir alles wegpacken hier. So. Eieieiei. Und Ada kann schon nichts mehr tragen. Okay, dann sollten wir hier erstmal ein bisschen was ablegen. Ja, Schrott. Zack, 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 zack. Geben wir einfach mal ein bisschen Gas. Gut. Ich hoffe mal, das dürfte reichen. Guti. Komm, wir speichern erstmal. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich möchte nicht so ein Fauxpas wieder haben wie in Covenant. Obwohl, Covenant haben wir ja jetzt selbst. So, und jetzt nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, klar, bleib ich immer. Hab gehört, dass mit diesem neuen Voltflügel jetzt ein ganz schöner Haufen Arbeit auf uns wartet. Hinsetzen wollte ich mich nicht. Ah, machen wir den Tisch so kurz sauber. Stehen jetzt einmal auf. Ah. So. Dürfen wir alles nehmen. Frischer Mais. Alles schön frisch. Auslagen werden entfernt. Ah, so ist das so schön. Freut mich, dass der kleine Junge wieder auf dem Damm ist. Ja, und dafür räume ich euch den wirklich beeindruckt. Ganzen Vault jetzt aus. Was kann ich unserem neuen Star bringen? Nichts. Nein, kein Interesse. Heute nicht. Wie du meinst. Aber sag nicht, ich hätte es nicht versucht, wenn du später Hunger bekommst. Ja, ist okay. Ich will hier nur den ganzen Stuff haben. So, das machen wir einmal kurz aus. Zack, zack, zack. Oh, da haben wir aber wieder richtig schön viel. So. Ah, so. Herangezieht. Plündern macht doch Spaß.
Die Kühlschränke sind leer. Hier haben wir noch eine frische Melone. Ups. Halt. Hier geblieben. So. Küche haben wir gleich sauber. Dann räumen wir hier nochmal so ein bisschen auf. So. Nehmen wir uns auch mit. Ach, ist das schön, wenn man hier überall plündern darf. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Das ist die Frage, nehmen wir uns immer noch für jedes Werkzeug, was wir haben. Ich will keinen Ärger in 81. Ja, ist ja gut. Weil eigentlich nehmen wir ihnen ja jetzt hier alle Werkzeuge weg und so. Oh. Perfekt. Oh, neues Tattoo freigeschaltet. Nett. So. Hier können wir uns auch noch mal was mit wegsnacken. Ah, Red Away. Sehr schön. Also wir kriegen hier ja schon wieder schön viel Kohle. Dr. Pansky so. Hat gesagt, dass du Austin das Leben gerettet hast. Wir schulden dir das. Ich habe noch Ach, nie was? Jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Wir nehmen jetzt hier einfach alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Das reicht schon. So, Milchautomat hat nichts. Das hat auch nichts. Das Klassenzimmer. Ah, was haben wir hier? So, Globus. Mensch, Mensch, Mensch hier. Du wirst ja langsam ein Stammgast hier. Ja, klar. Also in den Zimmern nichts nehmen. Oh, okay. Angeblich geht es dem Kind, das Gewissen wurde schon wieder besser. Hier darf ich auch nichts nehmen. Darf ich hier im Klo was nehmen? Ja, hier darf ich was nehmen. Ah, oh, Red Away. Nochmal. Wie viel Red Away habt ihr denn hier? Und wer hat hier Mais auf der Toilette versteckt? Wollte sich jemand heimlich ein Snack snacken? Aaron hat mir erzählt, wie du Austin das Leben gerettet hast. Für jemanden von draußen bist du wohl gar nicht so übel. Nö. Ich bin der nicht übelste hier. So, dann rennen wir mal hier hinten Schon lang. Wieder hier. Wir behalten dich im Auge. Ja, ja, ist okay. Kannst du machen. Vorratsraum. Was hatten wir hier drin? Noch ein Quartier. Noch ein Quartier. Es ist schön, dass Austin wieder hier ist. Ohne ihn war der Unterricht nicht derselbe. So, hier. Im Augenblick arbeitet hier jeder rund um die Uhr. Ja, das, dafür kann ich nichts. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. So, aber hier können wir... Oh, wir können uns hier in der... Krankenstation noch voll looten. Alles meins, alles meins. Stimpaks. Cafeteria-Tablette. So. Blups. Und hier auch nochmal. Ah, ganz genau zielen. Dann geht das schon. So, jetzt hat er keine Spritze mehr. Dann müssen wir jetzt ja demnächst wieder nach Grey Garden gehen. Damit wir dann halt auch alles soweit verstauen können. Und mal gucken, ob wir Carrie mit dem, was wir jetzt hier finden. Ne, Curry. Mal aufrüsten könnten. Ich glaube mal, das müsste gehen. Ja, ja, das wissen wir ja schon. Ihr wiederholt euch. Du hast Mumm, den Pip heute am Common Rest zu tragen. Kaum zu glauben, dass ich den noch. Ach, der mich beklauen will, der muss erst gewachsen sein hier. So, hier haben wir auch alles. Da hinten haben wir auch alles. Hier im hydroponischen Garten waren wir noch nicht. Forschungsterminal. No smoking. Mais, Melone, Karotte, frischer Mais. Oh, ich hoffe, ich kann den frischen Mais auch platzieren. So. Noch ein bisschen Dünger. Hier unten haben wir auch nochmal. Na, komm vor. Auch nochmal Mais ohne Ende. Auch wenn es frischer Mais ist.
So. Jetzt ist die Frage, war frischer Mais... Warte, müssen wir unter F gucken. Frische Karotte hat nämlich nichts. Und die können wir auch so einfach mal essen. So viel herumzutragen, wird sie nur verlangsamen. Ah, noch geht das, noch geht das. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt alles soweit geplündert bis auf vorne an. Dann gehen wir jetzt mal langsamen Fußes in unser Zimmer, machen ein Schäferstündchen, nehmen dann noch alles, was wir im Schrank drinne haben und machen uns dann in der nächsten Folge auf nach Grey Garden. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. So. Die hat immer was für dich. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.